Oh. Der war ich, glaube ich, ne? Ja. Aber wie? Edgeworth? Ah, sieh an, wenn das nicht der werte Herr Blaurock ist. Was genau treibt ihr da auf allen Vieren? Ihr könnt gleich dort bleiben, ihr Hund. Oh Mann. Wartet nur, bis ich mein Schwert zücke. Noch steckt es in der Scheide, aber... Oh, Inquisitor Flamberg, schön euch wiederzusehen. Eigentlich würden wir euch ja etwas fragen. Na los, Nick, steh schon auf. Hey, listen. Oh, dem Besitzer von diesem Köter würde ich gern mal gegenüberstehen. Das ist übrigens mein Hund. Sagt Flamberg bestimmt jetzt. Wie töricht. Es war klar. Das ist mein Hund, ein wahrer Kamerad. Er verschwendet keine Zeit damit, seine Zähne in euresgleichen zu stoßen. Aber ich kann gern mein Schwert in euresgleichen stoßen. Bitte lass ihn das wirklich sagen. Nein, natürlich nicht. Ich hab's geahnt. Phosphor ist wirklich euer Hund, was? Der Typ hat echt Nerven. Guckt seelenruhig zu, wie sein Hund Leute beißt. Ich meine, mich beißt. Oh, wie langsam er sein Schwert zurücksteckt in die Scheide. Macht euch nichts daraus. Worüber wollt ihr sprechen? Fasst euch kurz, werter Herr Blaurock. Er hat gerade fast gesagt. Und nochmal wird Phoenix gebissen. Ihr Inquisitoren untersucht doch magische Vorfälle in dieser Stadt, nicht wahr? Ja, natürlich. Wenn es euch recht ist, würden wir euch gern zu einem ungeklärten Vorfall fragen. Eines dürft ihr niemals vergessen. Die Ritter der Inquisition leisten überragende Arbeit. Ah, richtig. Die Inquisitoren behandeln alle magischen, von Hexen verübten Vorfälle. Ausnahmslos. Auch ihre Steuererklärungen. Naja, was denn? Steuern machen ist keine Hexerei. Verbrennt sie! Die Steuererklärung. Nee. Ja. Ja. Sprach er mit dem üblichen, ruhigen und gefassten Hauch von Selbstsicherheit. Sie fliegen überall Haare rum. Haariges Biest. Du auch, Joey. Interessant. Wisst ihr, wir haben etwas anderes gehört. Anscheinend ist ein bestimmter Vorfall immer noch ungeklärt. Irgendwas mit einem Alchemisten, der umgebracht wurde. Kommt euch das bekannt vor? Was? Von Joey. Von Joey? Nein. Joey beißt in das Kabel hier vom... Doofbatz. Vom Doofbatz. Das kriegt, glaube ich, hier das Sommerfell gerade langsam wieder, wenn es wärmer wird. Das ist ja unglaublich. Bin total eingesaut. Uah. Naja. Was? Von wem habt ihr diese Information? Wir, von Großinquisitorin Gloria. Diese Warum zum Henker sagt ihr das nicht gleich? Das hätte uns Zeit erspart. Warum sollten wir? Hä? Ist doch nicht meine Schuld. Die Großinquisitorin bringt mich in Verlegenheit, derartige Informationen zu euresgleichen durchsickern zu lassen. Nun ja, ich nehme an, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch die ganze Wahrheit zu sagen. Manchmal sind diese Zeilenumbrüche blöde. Mhm. Schließlich mache ich keine halben Sachen. Doch, eben schon. Was? Naja, so halbe Sätze und dann nächste Seite. Das ist gut. der war gut, ja. Oh, weißt du was? Da fällt mir ein, dass ich ja jetzt etwas geübter bin in ROM-Hacking. Wenn ich das mit 3DS-ROMs auch hinkriege, könnte eventuell mal irgendwo der eine oder andere Satz in dem Spiel auftauchen, der da vorher nicht war. Nein, wir let's playen das nicht nochmal von vorne mit neuem Text. Nö, wieso nicht von vorne? Nö.
Aber andererseits, ah, dann müsste ich ja irgendwie Textzeilen bearbeiten, die ich noch gar nicht kenne. Verdammt! Ach so, ja. Ja, das ist ja. Oder ich, Du ha. könntest einen Oder ich. Rätsellösungstext bearbeiten. Zum Beispiel. Oder ich überfliege das mal, schaue, ob ich irgendwo einen lustigen Satz finde und schreibe was in Klammern dahinter. Du könntest den Schöpfer neu synchronisieren. Nein, bitte Du nicht. bringst mich auf interessante Ideen. Wir synchronisieren das Ganze von alleine. Müssen wir hier gar nichts mehr machen. Alles ist fertig. Ja. Wir sitzen nur noch da und machen Klick. 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 Tut euch keinen Zwang an, wir sind ganz Ohr. Offensichtlich. Und er ist ganz Finger. Vor 3 Monaten wurde ein Alchemist getötet, der in der Nähe des Stadtplatzes wohnte. Entschuldigung, Inquisitor Flammenberg, ich komme schon jetzt nicht mehr mit. Gibt es einen Unterschied zwischen Alchemie und Magie? In solch komplizierten Angelegenheiten nützt es nichts, mich zu fragen. Ich habe nämlich auch keine Ahnung. Hä? Die Stadtbewohner scheinen ihm zugleich mit Respekt und doch mit Skepsis begegnet zu sein. Ihr habt ihn respektiert? Nein, die Stadtbewohner. Genau. Er hat mit Hilfe seiner Fähigkeiten allerlei medizinisches Gebräu hergestellt und gewissermaßen als Arzt agiert. Ein Hexer. Nein, ein Alchemist. Die Wirkungskraft seiner Heilmittel war geradezu alchemistisch. In seiner Nachbarschaft war er eine Berühmtheit. Von Zeit zu Zeit wurde er sogar. Dr. De Victor. Genannt. Unter allen Umständen kann man jedoch mit Gewissheit sagen, dass der werte Herr de Victoire keine Hexe war. Wie könnt ihr da sicher sein? Habt ihr ihm unter den Rock geschaut? Ja, also er konnte keine Hexe sein, denn er war ein Mann. Hexer, verbrennt ihn! Ja, eben, er hätte höchstens ein Hexer sein können. Oder er war Ein einer von den. Hexal. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist simpel. Herr Timmy, ein Mann. Haben Sie das wirklich überprüft, Herr Flamberg? Allergründlichstens. Höchstpersönlich. Naja, dagegen kann man nicht viel sagen. Sein Leben fand vor 3 Monaten statt, habe ich jetzt gelesen. Ein rätselhaftes Ende. Ein rätselhaftes Ende? Ja, ein rätselhaftes. Nein, frag doch einfach nochmal. Ein Oh. rätselhaftes Ende? Ja, wir müssen leider jetzt die Sounds erstmal selbst einsprechen. Das ist der Mario. Komisch, das vergisst man nicht. Ich weiß nichts mehr von dieser Story, aber ich weiß noch, das ist der Mario. Köstritzer Schwarzbier, das flänzt. Das Internet. Genau. Ach ja, die ganzen Soundeffekte. Ich denke, wir brauchen die gar nicht. Oh! Scheidenpilzcremesuppe von Magie Meisterklasse. Das machen wir mal wieder. Zwei Aspekte seines Todes lassen sich nicht rational erklären. Erstens der Ort des Mordes. Sein Körper wurde in seiner Wohnstätte gefunden, in der Studierstube. Der Bierstube. Ja, wenn man Stu wegnimmt und den Buchstaben danach umdreht, ist es zumindest ein kleines B. Dann ist es eine Pierstube. spiegelt. Ah. Stimmt. Wenn man den um 180 Grad dreht, dann ist es eine Pierstube. Wo nur seinesgleichen sind. Da sind nur Das war jetzt Piers. ein, genau, das ist, ja. Moment. Weiter. Diese Kammer war verschlossen. Folglich kann das Verbrechen nur auf eine Weise verübt worden sein. Durch Hexerei. Nein, wieso Piers nur seinesgleichen, hä? Sind Piers nicht so, Das sind Birnen.
Nein, ich habe die mit Doppel-E gemeint. Ach so. Weiß ich nicht, kann sein. Also ich kenne auf jeden Fall Pierce Brosnan. Oh, ich habe mal überlegt, ob man sich Umoperieren lassen kann, damit man so aussieht wie Pierce Brosnan. Nein, 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 dass man sich ein Tattoo, ein ganz kleines Tattoo von Pierce Brosnan aufs Ohrläppchen machen lässt. Dann hat man sich das Ohr piercen lassen. Kinder. Ich habe mir überlegt, wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann würde ich mir einfach eine Ziehharmonika auf dem Bauch tätowieren lassen. Denn egal, was mit dem Bauch passiert, die bläht sich mal, die geht wieder zusammen, sie wird ein bisschen faltig, das Na, wenn passt Sie. perfekt. Also ich finde das gut, sich ein Musikinstrument tätowieren zu lassen. Würde ich mir mal ein Musikinstrument tätowieren lassen, dann wäre das eine Gitarre und zwar auf meine linke Brustseite. Oh, mach doch mal. Ja, ich glaube, das sollte ich tun. Oh ja, das machst du jetzt, das Hausaufgabe. Du machst es jetzt und nächstes Mal zeigst du es uns dann. Finde ich gut. Ich auch. Was meinst du, wie begeistert alle sein werden, wenn du das jetzt wirklich machst, nur weil du es im Let's Play versprochen hast? Ja, ne? Das wäre jetzt auch fies, wenn ich das nicht sowieso schon gemacht hätte. Entschuldigung. Spielverderber. Ja, tut mir leid. Nein, das wäre doof. Dann würden die Leute wirklich denken, ich hätte mich gerade erst tätowieren lassen. Aber andererseits, da müsste ich ja noch ein bisschen warten, bevor ich den Dings abmachen kann. Dann könnten wir die nächste Aufnahme ja erst Naja, nächste du, Woche so irgendwann. lang, wie bei uns Pausen zwischen den Aufnahmen manchmal sind. Oh ja. Ich meine, die letzte Aufnahme war 2012 und jetzt haben wir 2017 mittlerweile. Gut, Hochladedatum steht zwar 2018 jetzt drunter, wenn ihr das alles seht, aber Aufnahme 2017. Ich lade das erst in 2018 hoch. Jetzt hast du es versaut. Nein, nein, geht nicht. Okay, Hexerei, ja. Nennt man solche Fälle nicht? Verschlossener Raum? Phänomene. Was? Ah, hä? Oh, gar nichts, ehrlich. Und da, was war der andere rätselhafte Aspekt? Bis dahin waren sämtliche Vorfälle, die mit Hexen in Verbindung standen, in der Geschichte vorhergesagt worden. In der Geschichte vorhergesagt? Frag doch einfach nochmal. In der Geschichte vorhergesagt? Frag doch einfach nochmal. In der Geschichte vorhergesagt? Nein. Nein. Mit anderen Worten, vom Schöpfer prophezeit. Jedoch. Warte. Entschuldigung. Gesundheit. Der Mord an Herrn de Victoire kam in der Geschichte nicht vor. Einen derartigen Vorfall hat es noch nie zuvor gegeben. Der Mord an Herr Victor kam in der Geschichte nicht vor. Und die Moral von der Geschichte, Herrn Victor, den gab's da nicht. Richtig. Ja. Also war das nicht nur der einzige ungeklärte Vorfall in der Geschichte Labyrinthias? Sondern auch der ein Ach, nicht nur der einzige ungeklärte Vorfall, sondern auch der einzige, der nicht vom Schöpfer prophezeit wurde. Es lohnt sich bestimmt, in der Sache zu ermitteln. Ihr seid in der Tat unterhaltsam, werter Herr Blaurock. Es wird eine neue Musikrichtung, Blaurock. Blaurock. Und zwar mit also Schlümpfe, die mit E-Gitarren und Schlagzeug und Bass spielen. Ja, ich denke, das gibt's irgendwo. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Ja. Ja, ich wollte da Ich habe nichts jetzt gerade hinten. irgendeinen Leitbezug versucht, mir kurz zusammenzureimen, aber ich bin auf nichts gekommen, so spontan. Oh, Aus Moment. der Emmy, bitte sehr. Aus. Oh, Joey. Schau mal. Wie hießen denn die ganzen Orte? Saint-Mystère, was gab's dann? Foul Sands und Dropstone? Ist das alles? Nee, nee. Im nächsten Teil war es dann einfach nur London, Mistellary, Montedor und in den letzten, da gab's ja so viele Orte. Aber wie Aus hießen Montedor, bitte sehr.
Aber was waren denn die im sechsten Teil? Da gab es ja haufenweise Orte, aber die habe ich mir nicht alle gemerkt. Ich auch nicht. Nee. Ich hätte die anderen nicht mehr zusammengebracht, nee. Ich komme nur noch auf Mona. Du weißt schon, die aus dem Mit Eis. Dem Salatgurken. Mit Gurkenbroten. Nee, das war Flora. Mona. Ja, stimmt. Wer war denn Mona? Ach so, stimmt. Nee. Ich fand sie so süß. Ja. Ja. Die hatte schon irgendwie was. Ja, die hatte eine Freundin namens Lisa. Stimmt. Warum hieß die wohl Lisa? Weiß ich nicht, vielleicht mochte sie Bücher. Oder Gemälde. Aber ja, sie Lisa. Sie hat Büchern gemalt. Hm, genau. Sie hat Malbücher. Stimmt. Okay, hast du das schon gesagt? Nee. Ihr glaubt im Ernst, ihr könnt diesen Fall lösen, nachdem die Ritter der Inquisition 3 Monate daran gearbeitet haben. Ja, locker.